Bevor das Video losgeht, musste ich es schon wieder abbrechen, weil ich wurde hier angegriffen von Millionen von Stechmücken. Jetzt kann ich das Video aber doch machen, weil ich habe meine Geheimwaffe dabei. Nobite. Früher war ich ja ein Fan von Autan, aber jedes Mal, wenn der Winter vorbei war, musste ich feststellen, dass das Zeug einfach keine Wirkung mehr hatte und ich habe es weggeschmissen und neu gekauft. Das ist eine Lotion, da steht zwar Kids drauf, aber es enthält mehr Wirkstoffe als im Autan und es sind beide Wirkstoffe drin, gegen Stechmücken und gegen Zecken. Da ist noch ein bisschen mehr drin, aber diese beiden Wirkstoffe sind fantastische militärische Wirkstoffe gegen solchen Viechern. Und diese Lotion hier lässt sich auch ganz anders auftragen. Wenn ich dieses Aerosol-Spray von Autan hier mir aufsprühe, dann fliegt ja die Hälfte daneben. Und vor allen Dingen, es ist eine zerstäubte Flüssigkeit. Das hier ist viel konzentrierter. Ich kann es gezielt auftragen. Hände, Nacken, Dekolleté, Gesicht, Ohren, hier oben auf der Haare sogar ein bisschen drauf, Füße, Knie. Und es wirkt auch viel, viel besser. Also, wenn ihr in den Wald geht, das ist geil. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin in meinem neuen Gebiet unterwegs. Da habe ich ja ein paar Wildkameras aufgestellt. Ich hatte ja hier ganz viele gebuddelte Löcher gesehen. Und ich glaube mittlerweile, was das ist, weil beim letzten Mal, wo ich hier Aufnahmen eingesammelt habe, habe ich nämlich gesehen, dass ganz viele junge Füchse mit drauf gewesen sind. Sah sehr niedlich aus. Wenn die so klein sind, dann sind die immer so richtig putzig. Ist die Eisiger IG 600 Typ 2. Jetzt habe ich hier schon so ein Band dran. Lass den trotzdem liegen. Gucken wir mal rein. 170 Aufnahmen. Ja, Fuchs ist drauf. Sehr schön. Sehr gut. Ich habe nämlich hier an dem Baum Kratzspuren von Wildschwein gesehen. Und das ist jetzt das erste Mal. Und ich habe an solchen Bäumen immer mal wieder eine Wildkamera oder in der Nähe befestigt, im Blickfeld von solchen Bäumen. Und ich habe bisher leider noch nie eine Aufnahme gehabt, wie sich so ein Wildschwein an so einem Baum schuppert. Jetzt habe ich es endlich mal. In dem neuen Gebiet hat es endlich mal geklappt. Die Aufnahmen, die zeige ich euch jetzt natürlich von den jungen Füchsen. Die sind sehr putzig. Von dem Wildschwein hier und noch ein bisschen mehr. Viel Spaß beim Zuschauen. In der Zeit, wo ihr euch das anguckt, gehe ich gleich zur nächsten Wildkamera und dann gibt es noch ein bisschen mehr.
So, dann sind wir ja auch schon bei der letzten Wildkamera hier. Und zwar die Dison. Diese Wildkamera macht in der Nacht immer hervorragende Aufnahmen. Und am Tag ist die eher sehr schlecht. Aber genau wegen den guten Nachtaufnahmen benutze ich die gerne. Weil das ist ja das, was mich interessiert. Und dann gucken wir gleich mal nach, was hier so Schönes drauf ist. Alu-Titan-Schloss von Burgwächter. Geile Schlösser. Okay, die Batterien haben noch Saft. Da sind nicht ganz so viele Aufnahmen drauf. Fuchs habe ich schon gesehen. Die Aufnahmen zeige ich euch jetzt natürlich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Oh, die Dison ist wieder eingerichtet. Ich habe die Tagesaufnahmen jetzt einfach mal auf 4K gestellt. Mal gucken, vielleicht sieht es besser aus. Die ist runtergerutscht, wa? Komisch. Das war es jetzt von mir, eine kleine Wildkameraernte im neuen Gebiet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist ein bisschen länger geworden, als sonst meine Videos sind, weil ich hatte ja an der einen Kamera eine ganze Menge Aufnahmen. Ich lasse die Kameras jetzt eine Weile in Ruhe und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Video. Wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe Creme auf der Brille. Hier irgendwo ganz viele kleine junge Füchste. 7K. Ich hoffe, euch hat's. Aber ich denke mal.